sagen Hi, hallo und herzlich willkommen bei Futternander. Wir befinden uns hier am Bredeneyer Kreuz. Es ist Rush Hour, ordentlich was los hier. Aber Essen ist um ein Kunstwerk im öffentlichen Raum reicher. Denn seit einigen Tagen wurde hier ein neues Kunstwerk enthüllt vom bekannten Künstler Stefan Balkenhol. Und zwar steht hier ein großer Flügel. Und zwar steht da eine Frau im roten Kleid drauf und ein Mann liegt bäuchlings, schaut auf die Tasten und spielt. Kunst im öffentlichen Raum. Duett heißt das Kunstwerk, 1600 Kilogramm schwer, 1,6 Tonnen, wie gesagt, extra ein Kran, musste das hier aufstellen nachts. Und das hat wirklich auch schon einiges an Medienwirbel generiert. Ob das denn auch sein muss, ist das unnötig, kann man das Geld nicht lieber irgendwie sinnvoller investieren in der Stadt. Nun ja, wie gesagt, Kunst regt an, auch zur Diskussion, genau das ist es. Und das Duett erinnert natürlich an das Klavierfestival Ruhr. Ja, und Stefan Balkenhol ist einer der bekanntesten bildenden Künstler Deutschlands, wo viele seiner Kunstwerke in deutschen Städten im öffentlichen Raum stehen, natürlich auch international. Kunst, Sinn oder Unsinn, egal, also meine Meinung, das passt hier an dem neu gestalteten Bredeneyer Kreuz ganz gut hin. Also mir gefällt und ist auch ein Blickfang in der Tat, ja, aber nicht eines, das irgendwie den Verkehr hier beeinflusst. Hier ist das einfach nur so irre laut. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wer kümmert sich darum? Und ob das auch noch nachts beleuchtet wird. Ja, die Nationalbank hat das Ganze anlässlich des 100-jährigen Bestehens gestiftet, wird sich auch weiterhin hier um die Fürsorge bemühen, damit uns das auch noch lange und unbeschadet erhalten bleibt. Ja, eine Dame fragt man natürlich nicht nach ihrem Gewicht, aber sie hier steht jetzt schon mal auf einem Sockel und ist 3 Meter hoch. Das ist schon mal eine ganze Menge. Ja, das gesamte Kunstwerk ist 4,30 Meter lang und 2,25 Meter breit.